Joey, hi Joey. Du bist ja in diesem Jahr bei DSDS Fünfter geworden. Genau. Wie hast du denn die Zeit nach DSDS erlebt? Also nach der Zeit von DSDS war richtig viel los. Und zwar, ich bin jetzt die ganze Zeit nur noch auf Tour. Bei mir passiert so viel. Ich meine, jetzt war ich 12 Tage mit der Bravo Job Attack unterwegs. Hab ganz viele Konzerte schon gehabt, in zum Beispiel in Österreich, in Basel. Also, und jetzt hat halt praktisch am Sonntag, also übermorgen, bin ich wieder in Basel, hab da wieder ein Konzert. Und halt auch in ganz vielen Städten hier in Deutschland schon, in Diskotheken und alles mögliche. Also ich bin eigentlich nur unterwegs und schreibe Autogramme und versuche mein Bestes für die Fans da zu sein. Und die schimpfen dann schon so immer in Facebook: Joey, du musst jetzt unbedingt endlich mal schlafen gehen. Das ist echt krass, ja. Okay. Und du hast es ja gerade erwähnt, du machst bei der Bravo Jobattacke mit. Was bedeutet denn die Aktion so für dich? Also die bedeutet mir sehr viel, weil man hilft halt vielen jungen Leuten, ne, die einfach sich noch nicht so sicher in ihrem Leben sind, was können die später dann mal machen und so. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, dass wir praktisch ihnen dann helfen, dass sie praktisch so einen kleinen Geschmack dafür, so eine Würzung kriegen, dass es einfach cool wird dann einfach und dass es einfach super viele Sachen zu machen gibt. Ja, wir sind die Bravo Jobattacke. Wann wusstest du denn, dass du gerne auf die Bühne willst, dass du Sänger werden willst? Boah, das ist echt eine. Also bei mir ist es so gewesen, ich habe mir früher immer, ich war immer im Bett gelegen und habe ganz normale Kopfhörer im Ohr gehabt und habe normal MP3-Player gehört, habe die Augen geschlossen und habe ich immer mir so vorgestellt, boah, jetzt stell dir vor, du bist auf der Bühne und alle Leute schreien so und klar, geh mal Applaus und so. Und ich habe mir das immer vorgestellt und keine Ahnung, ich habe mich dann immer so in das Lied hineinversetzt. Und jetzt ist es wahr geworden, jetzt darf ich auf so einer riesen Bühne stehen, auch bei DSDS und überhaupt hier ganz viel in Deutschland und es ist einfach Hammer. Also das Problem ist, man checkt es einfach, also wenn man jetzt das erste Mal auf einer Bühne steht, dann checkt man das erst ein paar Monate danach. Also ich bin erst gerade so beim Realisieren, dass ich überhaupt bei DSDS gewesen bin. Also ich letztens so, boah, ich bin auf den Malediven. Nee, ich bin nicht auf den Malediven. Ja. Joey, du bist ja von deiner Zeit bei DSDS auch schon einiges gewohnt. Du bist da Samstag für Samstag mal auf einer riesen Bühne aufgetreten, ja, genau, vor Millionen von Zuschauern. Wie gehst du eigentlich mit Lampenfieber um? Also bei mir, Lampenfieber ist bei mir jetzt so, und zwar, man merkt es halt daran, ich muss immer vor der Show pinkeln, immer. Also sobald es heißt, ja, noch 2 Minuten, ich muss aufs Klo. Nee, geht aber jetzt nicht, du kannst jetzt nicht aufs Klo. Wir haben uns gerade besprochen, zack, 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 muss schnell gehen. Ich muss aber unbedingt aufs Klo. Also das ist halt dann immer so eine Sache. Das ist bei mir Lampenfieber, aber mein Herz schlägt jetzt auch nicht, Entschuldigung, also wie am Anfang war ich immer total aufgeregt und habe alles gehabt. Mir war heiß, ich habe gemeint, ich muss mich übergeben, weil ich so Angst hatte. Und jetzt halt ist es so, jetzt muss ich immer nur aufs Klo vorher und ja, das andere ist alles weg. Also ich habe auch gar keine Herzklopfen mehr, weil ich freue mich jedes Mal so, dann gehe ich auf diese Bühne und tu so tief durchatmen, das ist das Wichtigste. Und dann steht man da oben und die Leute sind da vorne, die machen mit. Und das Lustigste ist an einem Künstler, den ersten Schritt, den du auf einer Bühne betrittst, das erste Mal, wenn du das machst, weißt du, entweder ist das Publikum nicht gut drauf, mittelmäßig oder gut drauf. Das merkst du sofort. Sobald du auf die Bühne kommst, merkst du, kannst du das einschätzen, wie deine Show jetzt ein. Also praktisch, du könntest davor den Fuß vor die Bühne setzen, einmal gucken, zurückgehen und dann überlegst du, wird eine gute Show oder eine schlechte Show. Lustig. Ja. Jamie, willst du vielleicht mal von der Seite kurz, dann ist nicht alles aus der gleichen Perspektive. Okay, super. Joey, durch deine Teilnahme bei DSDS bist du ja auch persönlich ein Stück weit gereift und erwachsener geworden. Was hat sich denn für dich persönlich durch die Teilnahme bei DSDS in deinem Leben verändert? Also ich bin halt einfach noch selbstbewusster geworden. Ich gehe praktisch auf die Bühne mit so viel Mut und so viel, also so viel Freude. Ich habe da keine, irgendwie, ich mache mir da nicht mehr so viele Gedanken und also von meinem Typ bin ich auch irgendwie stärker geworden. Also ich lasse mir auch nicht so schnell wieder von Leuten, die überall aus jeder Ecke mich vollreden, bla 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 und das ist nicht gut und das machst du verkehrt und das geht bei mir mittlerweile hier rein und dort raus, weil ich denke, ey Leute, macht's euer Ding, ich mach mein Ding, Punkt. Also ich habe mehr so, wie nennt man so, Kampfgeist gekriegt und das finde ich halt cool
Und ja, also ich habe auch gesagt, alle haben am Anfang gesagt, ja Joey, wie schaut's aus, machst du mal eine Single und alles Mögliche. Da haben die meisten gesagt, ach, der schafft es eh nicht, der kann nicht singen. Und jetzt werde ich immer mehr gebucht, weil die Leute einfach sehen, ich kann wirklich singen. Und das konnte ich einfach bei DSDS auf eine Art und Weise nicht zeigen. Deswegen sage ich es einfach mal so. Oh, die freuen sich, da freuen sich welche. Und zwar, ich sag's einfach mal so, meine Single kommt jetzt im August raus, meine erste Single. Das wird eine Maxi-Single anscheinend sein oder so. Und da sind jetzt schon mehrere Lieder drauf, so 4, 5 Lieder. Auch alles selber und keine Covers, alles selber. Und die sind wirklich super toll in der Richtung so Jupiter Jones und Revolverheld. Also das ist eine coole, und deutsch auf jeden Fall. Und ja, da habe ich dann auch Leute gesagt, Leute, wir sind gerade an der Produktion dran. Was wollt ihr? Läuft doch alles. Und das ist halt das Coole. Das hat mich halt, also es hat einfach verändert, dass ich den Leuten jetzt zeigen kann, mit mir kann man auch was machen. Nicht nur am Samstag auf die Bühne stellen, zuschauen und dann irgendwie sagen, ja, da kann ich singen. Die sollen sich ihr eigenes Bild von mir machen, sollen sie zu meinen Konzerten kommen und dann können sie es immer noch beurteilen. Ja, und das ist halt das. Ich lasse mich einfach nicht so schnell mehr unterkriegen, weißt? Aber das habe ich eigentlich auf der Bühne auch nicht. Ich meine, ein Dieter Bohlen geht raus, das ist schon eine harte Sache. Ja.